Wir starten mit einer Gemeinschaftsarbeit. 4 Zeichner habe ich. Bitte sucht euch einen Platz an der Malwand. Sie haben beide je eine Ölkreide in der Hand und sie machen das so, wie Menschen es machen, wenn man sagt, bitte mit 2 Kreiden an die Wand. Sie werden auf jeden Fall sich mit dem Gesicht zur Wand stellen und gleich erwarten sie auch von sich eine ganz tolle Leistung. Diese Erwartung senken wir jetzt sofort durch ein vielleicht etwas humorvolles Element, indem wir sagen, dreht euch bitte mit dem Rücken zur Malwand. Ihr habt eure Kreiden, hier eine Ölkreide in der Hand. Genau, bitte so nehmen, als wären die Verlängerung der Arme, also nicht so wie zum Schreiben. Und versucht mal, diese Kreiden hinter eurem Rücken so zu platzieren, dass ihr an der Malwand seid. Und jetzt ist die Regel, diese Spitzen, die bleiben unter allen Umständen und immer an der Wand. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn ich werde manchmal ganz überraschende Sachen dazu sagen. Die Stifte sollen sich nur so langsam bewegen oder so schnell, wie das Bewusstsein auch ihrer Arbeit folgen kann. Und wenn man diesen eigenen rückwärtigen Raum schon so ein bisschen erfahren hat, kann man versuchen, die Nachbarn zu besuchen, vorsichtig und respektvoll gucken, sind die zu Hause? Sind die zu Hause? Und die beide Hände arbeiten gleichzeitig. Genau. Und jetzt, wo ihr euch schon so schön behaust habt, probiert es mal aus, wie es wäre, wenn ihr Platz tauschen würdet. Wie könnte das gehen? Die Stifte bleiben mit beiden Spitzen weiterhin an der Wand. Ja, sehr gut, sehr gut. Die Stifte bleiben die ganze Zeit. Sehr gut, sehr gut. Und gleich weiter, und gleich weiter. Verschiedene Tauschmanöver. Genau. Probiert es mal, wie das wäre, wenn ihr euch auf diesen Platz umdreht, um eure eigene Achse herum, so dass ihr danach zur Wand schaut und die Stifte bleiben und bleiben und bleiben an der Wand. Das ist gar nicht so einfach. Probiert mal. Manchmal muss man ganz unterschiedliche Sachen ausprobieren. Platz tauschen und sich um die Achse drehen, tänzerisch. Und ganz locker, schaut mal, ob ihr das ganz locker schafft. Und ein letzter Platztausch für die beiden und fertig. Ich glaube, jetzt seid ihr alle auf eurem Platz. Genau, und jetzt einfach ein bisschen Abstand nehmen. Jetzt können wir gucken, was da entstanden ist. Linien sind ja Spuren der Bewegung. Und wenn wir jetzt diese Linien anschauen, dann sehen wir, dass sie schön flüssig sind. Am Anfang waren die ja eher so noch eckig, aber dann sind wir durch die Drehung und durch diese Platztauschaktionen eigentlich alle ganz beweglich geworden. Wir können natürlich einen Schritt weitergehen und sagen, wir bauen dieses Kunstwerk noch weiter und wir wechseln zu Pastellkreiden. Mit Softpastellkreiden kann man Linien ziehen, aber wenn man sie mit der Seite nimmt, dann kann man auch Flächen damit machen. Und das Wesentliche ist bei Softpastellkreiden, dass sie ihre Brillanz erst richtig entfalten, wenn man die Kreide dann auch verreibt.
Am besten alle erstmal nur eine Farbe auf einmal. Und gucken, wo war ich vielleicht da, wo man war, erstmal so einen wohltuenden Farbraum schaffen. Und richtige Farbräume schaffen, sich von den Linien nicht begrenzen, beschränken lassen, sondern ruhig, großzügig Farbe auftragen. Und schaut mal, wie begegnen sich die Farben, wie begegnen wir uns, indem wir nebeneinander gestalten? Können wir uns fein verständigen? Ja, jetzt können wir vielleicht einen Augenblick Abstand nehmen und schauen, was bis jetzt entstanden ist. Sind Farbräume? Man kann ja gucken, sieht man da ein Motiv drin? Sieht man keines und möchte einfach weiterhin nur mit den Farben arbeiten? Beides ist gut und richtig. Was man aber auf jeden Fall machen muss jetzt, dass man gemeinsam die Verantwortung für das Bild übernimmt. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur mehr in meinem Kämmerchen, da wo ich angefangen habe zu malen, sondern ich überlege, wie können wir dieses Bild balancieren, damit es ausgeglichener ist. Ja. Kindern sage ich immer wieder, die echten Maler haben überall Farbe. Ganz unbearbeiteten Flächen sollten nicht übrig bleiben. Die Farbübergänge schön gestalten, ganz bewusst. Grenze ich mich gerade ab oder bin ich in der Begegnung? Und jetzt sieht man schon sehr schön, dass ihr euch schon Bereiche aussucht, die intensiver sind und andere, die mehr zurückgenommen sind. Das heißt, ihr seid die Gestalter, ihr entscheidet, was ist wesentlich und was ist unwesentlich. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Wenn ihr jetzt noch irgendeinen Impuls habt, der euch ganz wichtig ist, dann gebt ihm kurz nach. Aber ansonsten werden wir jetzt die Arbeit an diesem Bild beschließen. Diese Art Gemeinschaftsarbeiten kann man eigentlich immer als gruppenbildende Maßnahme durchführen. Für jedes Alter ist sie geeignet. Was man braucht, ist eine mehr oder weniger gerade Wand. Die ist nicht immer gegeben, aber wenn das Papier ein bisschen dicker ist, dann kann das auch mal ein bisschen weniger gerade sein. Das, was wir als ersten Schritt gemacht haben, ist eine Hilfe zur Reorientierung. Das heißt, wenn Menschen nach schwierigen Erlebnissen oder nach Traumata, Störungen der Orientierung, der räumlichen Orientierung haben, dann ist es eine gute und weitgehend spielerische Hilfe, diesen rückwärtigen Raum, der ja für die Vergangenheit und für belastende Vergangenheit in diesem Fall auch steht, nochmal so ganz empfindsam wahrnimmt und da auch wieder heimisch wird. Der zweite Schritt, dann diesen Linienwirrwarr auszuarbeiten, ist gerade deshalb nicht so schwierig, weil wir ja nicht diese beängstigend weiße Wand vor uns haben, sondern das ist ja individualisiert durch unsere gemeinsamen Linien. Wenn wir ängstliche Menschen vor uns haben, ängstliche Kinder oder Erwachsene, auf jeden Fall dort anfangen, wo
der ursprüngliche Platz war und von dort aus dann langsam ja, das Aktionsfeld ausdehnen. Ja, das sind einige Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit. Man könnte ganz andere Materialien wählen, wie Kohle, man könnte auch malen. Aber das findet jeder, der mit dieser Art anfängt zu arbeiten, für sich heraus, was für ihn richtig ist.